gute Sendung. What is up, my people? Ich habe nicht weitergemacht. Komm mal, die Sonne scheint. Ich dachte mir, geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, was machen wir heute? Nichts. Ist tatsächlich so. Wir bereiten uns jetzt nur noch auf die blöde Horde vor. Oh, wir haben 10 Punkte. Na, guck. Generator Bank, das wäre schon mal sehr cool. Und das nehme ich jetzt auch. Battery Bank müssen wir lernen. Switches und Triggers. Was brauchten wir denn? Ah. Moment, ich bin gerade ein wenig. Warte. Wanderhorde. Wetten? Ah. Und da hinten spawnt die Arschloch-Company. Sparen wir uns mal ein bisschen Money. So. Von oben nach unten falten hat schon im Mittelalter geklappt. Macht euch darüber mal Gedanken, denn das solltet ihr in diesem Spiel nicht vergessen. Was im Mittelalter klappt, funktioniert auch gegen Zombies. Und zwar immer, wenn ihr oben steht, nach unten kämpfen. Nicht umgekehrt. Weil die schlagen von oben übelst auf euch runter, aber wenn ihr oben steht, habt ihr den Vorteil. Ich will das nicht tun. Aber ich muss. So. Wir müssen uns leider die gesamte Horde vorknöpfen. Warum müssen wir das? Weil wir diese scheiß EP brauchen. Dumm seid ihr eigentlich. Am besten schaffen wir es sogar. Oh, fuck. Bin ich dagegen gerannt? Okay, ich wurde durch etwas Unsichtbares blockiert. Das sollte euch nicht passieren, wenn ihr sowas vorhabt. Das Gute ist, wenn ihr jetzt die Leichen alle zersägt, ne, mit Messer, dann steigt euer Skill im Melee und dann könnt ihr das hier deutlich schneller erledigen. Komm schon. Scheiß Punk hier. Habt ihr das mit dem Hambacher Forst gehört? Erst heißt es, ne, die Bauarbeiten stoppen und jetzt ist die Polizei dagegen, dass sich da wieder Leute einnisten, weil sie jetzt gerade erst die Räumung durchhaben. Tja, da sage ich nur eins. Liebe Polizei Deutschland, könnt ihr euch nicht mal zum Ansatz ein bisschen wichtigeren Problemen widmen und nicht immer denken, jedes beknackte Gesetz müsste durchgesetzt werden? Ihr habt einen eigenen Kopf und ihr dürft diesen auch benutzen. Gesetze sind schön und gut, aber ihr habt auch die Fähigkeit, euch zu widersetzen. Widerspruch und Einspruch ist auch im Gesetz. Oh! Remothered. So, jetzt haben wir unseren Archery-Skill doch gleich noch ein bisschen verbessert. Tja, das Business ist wohl scheiße gelaufen. Wenn ihr euch entschieden habt, zu Team Zombie zu laufen. Weißt du, du rammst dem so ein Messer in den Kopf, ne? So eine verfickte Klinge. Ich glaube, sie kommen mal auf die Idee zu sterben. Nö. Oh, fuck. Möchte noch jemand? Ich bin gerade einmal so hier in der Mache. Ich habe jetzt gerade Lust, Skyrim zu spielen. Habt ihr mal Skyrim gespielt? Nein? Erneut mein Tipp, spielt Skyrim. Nach dem Video. Geht jetzt sofort auf Steam. Skyrim Special Edition. Und dann Skyrim. Bär! Erst nach dem Video. So, im Moment schaffe ich es nicht mal mehr, mich so zu koordinieren, dass ich... Oh, im Fliegen. Geil.
Ich schaffe es nicht mal mehr, mich so zu koordinieren, dass ich mich gegen so eine scheiß Horde effektiver durchsetze und nicht 10 Kilometer entfernt von meinem Haus laufen muss. In der neuen Version werden wir diese Map übrigens resetten. Oh, oh, fuck. Was war denn das jetzt? Also, was ich meine mit neue Version und Resetten, bald kommt ja A17 raus. Weil sie es ja einfach nicht auf die Kappe kriegen, aus dieser scheiß Alpha rauszukommen. Aber sei es drum, also A17 kommt raus. Und in der Version werden wir dann komplett neu anfangen müssen. Es geht nicht anders. Es ist so unglaublich viel hinzugefügt. Das heißt, tja, geben wir uns nicht so viel Mühe, uns hier heimisch zu fühlen. So. Nun ja. Auch nichts. Auch nichts. Es ist sehr ertragreich. Haben wir WSMP bekommen. Ja, guck mal. 11 Punkte haben wir wieder. Geht eigentlich recht fix in diesem Spiel. So. Oh, guck mal hier. Na toll. Schubidubi. Schubidu. Da 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 da. Zombie, Zombie. 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 Hat jemand was kaputt gemacht? Nein. Schön. So. Wo waren wir stehen geblieben? Komm bitte wieder zu den interessanten Dingen. Falls ihr jetzt dachtet, die Folge geht sehr lange. Nein, die Horde war eigentlich gar nicht geplant. Das sollte eigentlich nur rein informativ werden, aber die richtigen Vorbereitungen und die nächste Folge wahrscheinlich erst in-game 22 Uhr. Tag 7 soll es Besonderes werden. Und dafür möchte ich mir ein bisschen Zeit nehmen. Das kann ich gerade nicht. Können wir so? Nee. Also das wird gleich alles abstürzen, ne? Ich sag's nur vorher. Bam. Besser. So. Lass uns doch jetzt erstmal noch einen Moment weitermachen. Ich bin gerade nicht auf der Höhe. Es tut mir leid. Im letzten Video habe ich gesagt, wie viel ich diese Folge aufgenommen habe. Ja, und die Uhrzeit hat sich einfach nicht geändert, ne? Ich habe die jetzt hier direkt im Anschluss gemacht. Das bedeutet, wir haben jetzt spät in der Nacht. Und ja. Ich habe gearbeitet. Ihr kennt den ganzen Scheiß ja, was man so tut. Damit die Frauen nicht böse werden, wenn wir nach Hause kommen. Ja. Ach, und da will man auch irgendwann was anderes machen. Aber ihr kennt mich ja. Nö, weil eigentlich nicht, aber manche kennen mich und die wissen, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann wird das energisch bis zum Ende durchgezogen. Und ich habe mir irgendwann mal in den Kopf gesetzt, dass jeden Tag ein Video kommt. Also, was willst du denn machen? Ist ja auch nicht schlimm. Ich sag mal, die Folge geht nicht ewig. So, jetzt sehen wir auch mal unsere Heat, ob das ansteigt. Nur dadurch, dass wir diese Fackeldinger haben. Fänd ich doof, aber was willst du machen, ne? Oh. Was habe ich vergessen? Guck mal hier, vielleicht kommt irgendwas hier von. Die Feuerwehr-Axt. Meine Güte. Wollen das sinkt? Finde ich jetzt persönlich nicht so gut. Oh, wir haben Seeds gemacht. Ups. Apropos Seeds. Sag mal, wo ist mein Garten hin? Essen war, glaube ich, hier. Nein. Hier waren Essen, genau. So, wir brauchen ein neues Messer. Denn mit dem Messer geht es besser. Die und die kommen in die andere Kiste. Das kommt in die andere. Das kommt in die andere. Was eigentlich Schwachsinn ist, aber naja.
Den haben wir noch komplett frei. Schön. Zack, 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 zack. Oh, jetzt spawnt gleich wieder einer. Diese verdammten Viecher. Nein, ja. Da seht ihr Dings, Heat. Ja. Oh, ich hätte euch das so zeigen können. Stimmt. Das heißt, es spawnt gleich wieder was. Wir sind Level 17, auf 20 müssen wir hinkommen. Perfekt. Wir haben Hunger, wir haben Durst. Was ist das für eine Pussy? Nein. Guck mal, das ist eine meiner Lieblingssachen. Can of Chili eigentlich nicht. Das hier ist auch noch schön. Wir haben nur noch schlechte. Naja. Essen wir uns erstmal satt. Da hätte ich jetzt auch Lust drauf. Can of Salmon. Can of Ham ist auch heftig. Ich meine jetzt wegen den Werten. Es kommt immer auf die inneren Werte an. Das ist am heftigsten. Dann gibt es auch noch eine andere Rations. Die ist besser. Chicken Ration ist das, glaube ich. Das ist sehr cool, weil da hast du dann keine Probleme mit Trinken. Weil es funktioniert. So. Ich versorge uns eben noch und dann, ob ihr wollt oder nicht, dann geht's wieder runter und es wird weitergearbeitet. Wollen wir noch Messer in Auftrag geben? Ich glaube, wir brauchen dann nur Forged Iron, oder? So, das. Recipes. Weapons. Hunting Kniff. Wie viel haben wir denn noch? Sagen wir es mal so. Nicht genug. Gut, dann machen wir welche. Ironisch. Aha, das war die Sache. Ich bin schon gewundert, wieso ich nicht mitgedacht habe und die Dinger nachgebastelt habe. Ich verstehe. Wir brauchen also Clay. Gut, dann gehen wir kurz Clay holen. Und dann, dann haben wir Clay. Schön ist, ich habe jetzt weniger Sorge, dass was von links rechts kommt. Das gefällt mir. 19 Clay. Heftig, was so eine Stahlschaufel kann. Und was wir unbedingt machen müssen, ist... Da. Waffen auf 4, Tool auf 6. Dafür müssen wir 20, Tool auf 6. Wir müssen auf 40 sein. Jetzt können wir keinen Stahl schmieden. Also müssen wir uns ranhalten. Bis Tag 14 müssen wir es aus Stahl haben. Das ist nämlich dann schon Midgame. Zumindest für mich. Das Hotel, haben wir das geradet? Nicht ganz, ne? Ist aber nicht viel. Ich hätte gerade Lust auf Divinity. Skyrim, Divinity. Jetzt müsste ich mich mal entscheiden. Spawnt wieder irgendwas? Nein? Fein. Mal ausnahmsweise nicht. Vielleicht kann man das irgendwie verbessern. Ich meine, guck mal, die Ausdauer geht runter wie sonst was. Ich finde das ein bisschen zu heftig. Ganz ehrlich, also die Ausdauer-Degeneration bei sowas, die ist meiner Meinung nach ein bisschen übertrieben. Ach komm. Andere Folge machen wir mal mehr Clay. Ist das jetzt dein Ernst? Du schlägst einen Container. Vergessen. Das war kaputt. Ihr müsst immer mit dieser Keule ein bisschen höher zielen. Guck so. Nee. So. Scheiße. Ohne gescheite Waffe in den Nahkampf. Super. Und ohne Ausdauer. Ja, geil. Ach. Wie konnte ich nur mit dieser Waffe so lange überlegen? Sie macht ein schönes Blunt Trauma. Wir müssen die anderen finden. Die mit Nägeln. Oh, fuck.
Nee, nee, nee. Oh! Aus 1 Meter Entfernung daneben. Und im Real Life unter dem besten deutschen Bogenschützen. Oh, fuck. Na gut. Pass auf. Und was ist denn das in letzter Zeit hier für ein Bildschirmgewackel? Hast du gesehen? Okay, fassen wir zusammen. Wir brauchen Waffen. Dringend. Oh, und da waren Waffen. Wir brauchen Pfeile. Was brauchen wir noch für Tag 7? Die Horde, die jetzt in ungefähr 2 Ingame-Stunden schon fast auftaucht. Nee, 4. Wir brauchen Pfeile. Dringend Pfeile. Eine Nahkampfwaffe, die was taugt. Die wirklich was taugt. Auch mehr Ausdauer. Dankeschön. So, wir haben noch 65 Pfeile. Wenn ich gut schieße, sind das 65 tote Zombies. Wenn ich schlecht schieße, sind das nur 64. Nein, noch weniger. Ja, fassen wir zusammen. Ich finde das doof. Aber wir schaffen das. Die Horde wird nicht so werden, wie ich es erwarte. Und wir werden volles Brett verkacken auf die Weise, die ich geplant habe. Und ja, ich plane, wie wir verkacken. So, jetzt sind wir aber auch gleich schon mal zeitig an einem Punkt angekommen. Ich dachte, das passiert erst heute Abend. Vorbereitung? Es gibt jetzt Thunderstorms? Hä? Die waren doch vor 2 Monaten aber auch schon drin, oder? Gab doch kein Update mehr? Vielleicht habe ich einfach nie einen gesehen. So ein bisschen blauer Himmel. Wenn, dann ist das der da. Oh, das ist ja cool. Nun ja. Das hier haben wir jetzt. Das schmilzt ein. So. Das craften wir uns. Wir brauchen noch 4 Stück, dann haben wir zumindest schon wieder eine neue Waffe. So, was können wir denn hier so für Waffen bauen? Nichts. Ah, ja. Nun gut. Ich hab wieder dich gesehen. Ich glaube, das ist das da. Oder es ist die Ankündigung, dass gleich die Horde kommt. Apropos. Die Horde kommt gleich. Wir brauchen noch Federn. Wir bräuchten Lust zu spielen. Nein, wir brauchen Iron Arrowheads. Definitiv. So. Recipes. Der ist schon geil. Okay, Hunting Knife. Der ist doch geil. Hm, wen ich aber meinte, ist den. Ja, das schaffen wir dann wohl vor der Horde nicht mehr. Wo habe ich denn jetzt? Ach, da. So, ich mache jetzt mal ganz fix aus und gehe nochmal nichts machen anscheinend. Aber damit ich genügend Vorbereitung habe für den nächsten Tag, wo die Horde kommt. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir genießen das nächste Mal gemeinsam das Zombie-Schlachtfest. Und bis dahin ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so spät hier und ich habe die Aufnahme vernünftig. So. So, du kommst nochmal schnell rein. Du kommst raus. Du kommst auch raus. Dich brauchen wir auch nicht. Notfallpfeile. So. Ich nehme meine Hunting-Rifle. Damit dürfte ich eigentlich jetzt schon allen Problemen gewachsen sein. Mal ganz kurz alles rausschmeißen. Close. Zack. Assemble. Wir nehmen die bessere. Unser Stock ist besser. Das ist besser. Wir sind besser. Complete. So. Jetzt kommt hier
Assemble. Wir nehmen die bessere, auch wenn sie scheiße ist. Und Complete. Warum habe ich sie auseinandergenommen? Ganz einfach, ich baue mir immer nur die besten zusammen. So, Munition kommt hier rein. Messer kommt hier hin. Und ich will noch Waffen hier oben lassen, falls wir hinterher noch was brauchen. Wir haben eh keine vielen Bullets mehr. Tja, dann in der nächsten Folge beginnt die Jagd. Freut ihr euch? Ich hoffe, es ist was los. Ich hoffe, ihr werdet auch zahlreich erscheinen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dies bald schon tut. Also lasst von euch hören, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Kommt wieder vorbei beim Spooktober. Tag 7, die Horde. Wir freuen uns. Und bis dato. Eine schöne, unheimliche Nacht wünsche ich euch. Valadoheris. Euer Wolf.